Ja, Martin, gratuliere dir. Wir müssen uns auch erstmal ein bisschen sammeln hier, wir Deutschen. Gerade gewinnt Florian Hempel, jetzt gewinnst auch noch du mit einer total souveränen und soliden Performance, mehr als das sogar. Wie fällst du deine Leistung an? Ich würde wirklich sagen, dass ich sehr konstant auch gespielt habe. Also es waren jetzt nicht wirklich Lecks dabei, wo man jetzt vielleicht das Gefühl hatte, die sind, sage ich mal, einfach nicht gut. Also es waren, ich glaube, ein paar Mal vielleicht siebte Runde dabei, aber wenn ich sage, ein paar war es wirklich maximal zweimal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Lecks wir gespielt haben. Ich würde jetzt mal sagen, um die 15 mindestens, vielleicht sogar an die 20. Das war schon insgesamt durchweg ein gutes Spiel. Es waren viele 15 Darts, 14, vielleicht sogar 13 mit dabei. Also es war schon insgesamt ein gutes Spiel von mir. Ich habe viele gute Scores geworfen. Ich glaube, gerade 140er, 135er war ich gut dabei. Und ja, auch auf Doppel habe ich nicht viel liegen lassen unterwegs. War das heute vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass du dich mittlerweile echt wohlfühlst auf der großen Bühne, auch vielleicht nach den Major-Ergebnissen dieses Jahr, die ja beim UK Open und World Grand Prix echt gut waren? Also ich fühle mich nicht unwohl, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist eher die bessere Aussage zu treffen. Es ist immer wieder eine andere Situation für mich gefühlt, egal wann man wie wo auf der Bühne steht. Aber im Endeffekt geht es halt nur darum, was man halt spielt, was für Darts man präsentiert. Also nicht, was für Darts man präsentiert, sondern was für ein Level man halt an Darts erreicht. Und ich würde sagen, ich habe mich insgesamt gut gefühlt. Ich war gut vorbereitet, ich habe viel trainiert zu Hause. Und ich bin natürlich auch sehr froh darüber, dass es heute Früchte getragen hat. Warst du insgesamt vielleicht dann doch erleichtert, dass es eher gegen Jermaine geht und nicht gegen Fallon? Nein, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Weil ich glaube, mit dem Spiel, was ich heute gezeigt habe, hätte ich auch eine Fallon Sherrock geschlagen. Und das war das Wichtige für mich, als ich die Auslosung gesehen habe, weil es geht nicht darum, wer der Gegner ist. Es geht nicht darum, ob man ausgebuht oder bejubelt wird. Im Endeffekt ist alles egal, solange man die Felder trifft, die man treffen möchte. Nächster Gegner ist Scott Williams. Was glaubst du, wie viel kann gehen bei dieser WM? Der Draw sieht gar nicht so schlecht aus. Na gut, ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass Scott Williams wahrscheinlich ein einfacheres Los sein wird als Danny Noppert. Aber auch Scott Williams ist jemand, der nicht zu unterschätzen ist. Der hat auch, ich glaube, in dem Spiel gegen Noppert ein sehr gutes Timing gehabt. Ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber er war schon auch sehr gut unterwegs. Und ich denke, wenn ich jetzt nochmal ähnliches Spiel wie heute an den Tag legen sollte, dürfte ich gegen Scott Williams auch gewinnen. Aber das wird sich natürlich zeigen. Alles Gute dafür und dir auch frohe Weihnachtstage. Ja, danke. Gleichfalls.